Justizministerium. Justizministerium und Landesarchiv. Die Dann sind machen direkt wir das nebeneinander. doch. Dann können wir Warte die zwei machen und dann den Kontrollpunkt und dann dürfte 30 sein. mal, Justiz, finde ich, wo muss ich hin, gerade jetzt? Direkt über uns. Safe Okay. House. Nicht. Das 1040. Ah, Justizministerium, ja. Und Landesarchiv, ne? Ja, genau. Machen wir das doch. Wenn die zwei nicht reichen, dann können wir da oben den Kontrollpunkt mitmachen. Ja, machen wir das doch. Dann dürfte es eigentlich 30 sein. Ja, tun wir mal. Unser Bestes. Und dann können wir dich nachher im Kapitol, beziehungsweise ich kann, ja, wobei er kann dich auch, weil das eskaliert runter. Können wir dir nachher den Stuff geben. Finden Sie sicher genug C4. So, gut. Dann machen wir das doch. Da brauchst du gar nicht hochlaufen. Hä? Falsch so. Rum. Anders raus. Okay. Wow. Dann müssen wir nur das Gang benutzen. Ist wieder eine Kiste? Ja. Und da steht eine Kiste? Die Lehm. Ja, hier. Ist eine. War ein Handschuh drin, den ich sogar gebrauchen kann. Na gut, die brauche ich nicht. Und hier vorne ist auch wieder so eine Werkzeugkiste oder was auch immer das ist. Ja, Komponente drin. Polycarbonat, ja. Und neue Kohlefaser. Okay. Und hier ist auch wieder ein Rucksack. Titan. Titan, Titan. Yes. Bei mir war nur eine Zeitschrift drin. Yeah. Aber das Gute ist, bei froh. Mafia 3 suchst du Playboy-Heftchen. Klo-Lektüre. Ja, mehr oder weniger. Liegt da wirklich Scheiße in der Ecke rum, ne? Zack, 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 Komponenten. Da ist schon wieder eine Zeitschrift. Was ist denn das? Ja, Bildung, Bildung. Und schon wieder. Hammer, geil. Und hier die nächste. Elektronik. Alles Klolektüren. Ja, geil. Das Munitionslager sollten wir auch nicht entgehen lassen. Kann ich erstmal eine Stunde von Pop sitzen. Ja gut. Dann gehen wir rein. Ist das schon das Justizministerium hier? Ja, okay. Schon. Ach, das war die aus der Beta. Ich habe die Beta nur gespielt, nicht weit gespielt, bis zum weißen Haut. Oh Gott, ich höre schon wieder. Was, hast du die Beta nur bis zum weißen Haus gespielt? Ja, nur für den Anfang. Hast du aber viel verpasst, du. Ach, ich war alleine. Ich habe die Close Beta noch gespielt. Jojo. Ich habe einen Close Beta Key gekriegt. Oh, da den war jetzt nicht auch so ein Unterschied zwischen Close und Open, ne? Also die Private Beta. War kein großer Unterschied, ich habe beide gespielt. Oh. Ich wollte auch nicht so viel. Ich warte, dann hat er irgendwann auf die Vollversion gewartet, einfach. Ja. Ich wollte es auch. Okay, das ist gut, es war auch nicht viel, ja. Weil ich habe vorher noch andere Projekte gehabt und als runter habe ich die Beta quasi genutzt, um ein bisschen zu überbrücken. Und habe dann quasi nach der Beta direkt in die Vollversion durchgestartet. Von Titeln, die mich interessieren, spiele ich die Beta eigentlich immer so weit, bis es halt nicht mehr weitergeht. Einfach nur, um schon mal einen Einblick zu bekommen. Ja. Ah, ich habe mich tatsächlich nicht wirklich gespoilert. Ich habe kein bisschen von der Story von irgendwo bei einem YouTuber geguckt, sondern einfach nur gemacht. Ich weiß nicht, wo ich das öfters mal mache, ist bei Uncharted oder so. Ich meine, ich werde ja nicht weiter weiß mit den Rätseln oder so. Ja, ein Schiss. Das ist nett, dass ihr alle drei hintereinander steht. Ja, du kannst quasi in einem Zug mit dem Magazin durcharbeiten. Ja.
Genau, wo ist der Sprengstab? Hier vorne irgendwo? Einer steht hier hinten. Ja, genau. Und hier ist die... Kannst du die Tür aufmachen? Hab ich. Hier hoch wahrscheinlich, ne? Hab ich gestern erst alles gemacht hier. Ja, dann kennst du es ja. So, da ist hier eine Kiste. Gut. Geh mal mit. Gehst du hier raus und dann hast du hier Gegner. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? So noch 100 Meter. Ja, Tony D, der gute alte deutsche Hip-Hop. Ja, dann hast du da hinten bei Phil einen Sprengstoff stehen. Und einer steht hier vorne am Tisch. Platzieren Sie C4 an allen Munitionskisten. Okay, und jetzt weg, bevor sie hochgeht. Ich fand das mit der Thermoladung geiler. Dass sie schon weggeschmolzen sind, ja. Gegner. Ich übernehme die Unterstützung. Passt auf, wo er hinläuft. Deckungsfeuer. Zurückziehen. Hau ab von mir. Danke. Ich wollte mir noch die eine Munitionskiste mitnehmen. Hab's dann aber auch kurz dann geschafft. Scharfschützgewehr. Mit Scharfschützgewehren kann ich nicht zuschmeißen, ey. Ich benutze sie nicht. Ich will nicht oft, zumindest. Boah, Alter, was kommt hier gerade an den Gegnermassen an? Ist immer voll geil, wenn die Tür aufgeht und dann alle Gegner direkt da vor der Tür stehen. Jetzt, da die Munition zerstört ist, können die True Suns in dieser Gegend so schnell keine Großoffensive schaffen. Fertig. Gute Arbeit. Sehr gut. Direkt darüber laufen. Auch nicht so weit. So, genau. Dann laufen wir die Mauri mal gerade ganz kurz hinterher. Ja, guck mal, da ist ein Dicker. Entschuldigung. Ich weiß, dass ich übergewichtig bin. Oh, ich hab einen Soundbug. Ich kann meine Waffen nicht mehr schießen. Und das war's. Kaum erwarten, wieder in der Siedlung zu sein. So. Genau. Level 30 bis wir dann wieder aufbauen, unseren Charakter. Dann geht's erst los. Oh ja. Ja, das könnte die letzten Folgen sein. Oh, da ist ein Boss da vorne. Ja, die Weltringe pushen, das dauert halt immer ein bisschen. Ja, fast Level 30. Also ist nicht mehr. Vielleicht reicht die Nebenmission da vorne noch. Die Kontrollpunkte, ne? Oder was? Ne, da vorne, das Landesarchiv. Okay, ja, können wir machen. Das ist noch ein Nebeneinsatz. Vielleicht reicht der ja. Ich glaube auch. Das sind jetzt von Dings geklaut. Die Mission hier. Von? Wie heißt der Film mit, oh Gott, wie heißt der? Nicolas Cage, wo sie die Unabhängigkeitserklärung klauen. Mehrere Teile von. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Sakrileg? Nee, Quatsch. Wie heißt der denn? Sakrileg war doch ein Buch oder so, ne? Ja, eben. Bin ich gerade am Lesen, deswegen hatte ich es im Kopf. Ich lese so wenig Bücher. Ja, ist tatsächlich so. Seit Harry Potter habe ich keine Bücher mehr gelesen oder nicht wirklich viel mehr. Ich lese nur noch E-Books. Ich bin Fan von Hörbüchern. Gerade auf Arbeit. Ja, das ich habe ja bei Audible habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, 20 oder 30 Hörbücher in der Liste drin und die ziehe ich eigentlich durch. Da
gibt's nur drei Fragezeichen. Das andere ist für meine Ohren. Welche Bücherreihe ich auch sehr gut empfehlen kann, ist zum Beispiel Der Goldene Kompass. Okay. Der von Phil Pulver. Der gibt's drei Bücher. Der Goldene Kompass, das Silberne Messer und noch irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Ich finde Bücher beim Autofahren immer sehr entspannend. Ich finde die auf Arbeit immer super interessant. Also super angenehm. Weil ich mich da besser. Wenn man längere Fahrt mit dem Auto hat oder so, dann kann man sich das schon. Ja gut, im Auto habe ich ganz viel davon auf jeden Fall. Klar, auch die ganze Reihe hier, Captain Blaubeer und so. Was gibt Blaubeer? Ja, ich glaube schon. Die Reihe da auf jeden Fall. Wie gibt es auch mehrere von. Mit Papa hat mir die mal so einen ordentlichen Haufen an geschenkt. Die gehen auch schön lange vor allen Dingen. Aber wie gesagt, Harry Potter klar ist muss, da geht der letzte Band auch 16 Stunden, das sind zwei Schichten, die kurz bei mir drauf gehen. Wenn du die hörst. Hier unten ist auch noch wieder irgendwas zu mitnehmen. Ein Schlüssel. Mhm. Ah, ein Schlüsselchen. Das war's doch nicht hier, oder? Weil mit 30 bin ich doch nicht. Nee. Tür bei mir. Hier ist eine Kiste. Wieder. Mit dem Tresen. Alles blöd. Mir gestern in der Mission aufgefallen. Stand erstmal groß fett Kindergarten über der Tür. Dann habe ich gegoogelt, es gibt wirklich kein amerikanisches oder englisches Wort für Kindergarten. Richtig, es heißt so. Voll geil. Es gibt da noch irgendwie eins, glaube ich. Ja, bei District Union Area ist das mit dem Kindergarten, oder? Das kann sein, ja. Ja, das ist da. Es gibt da noch so ein Wort, das. Ja, gut, aber. Das ist schon teilweise krass, gerade was in Amerika, also Nord-Südamerika genauso, wie viel Deutsches da in Südamerika steckt. Guck dir mal zum Beispiel die Realnamen von vielen brasilianischen, argentinischen Fußballern an, wie viele deutsche Namen da einfach drin stecken. Ja. Oh, gut. Schön hier faul rumliegen und sonnen, ne? Ist genau. So, ja, und uns die Arbeit hier machen lassen. Und dann hier gleich nur den Loot einsammeln wollen. Ach ja. Warte mal. Da kam ein Shotgun Fritze um die Ecke. Aua, wo kommt der denn her? Ich mag auch ein bisschen liegen. Ich dachte, du schaffst das alleine. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ist auch mal angenehm. Ja. Sehr gut. Wieder da. Sehr gut, sehr gut. Mein eigenes Geschütz hat mich angezündet. Ja, das ist geil. Die Erklärung sollte sich rechts im letzten Lagerbereich befinden. Ist wieder eine Kiste. Ja, gerade gut, wie gesagt, auch in Amerika gibt es halt viele deutsche Auswanderer und alles drum und dran, ne? Und beziehungsweise. Ja, auch fertig für Deutsch teilweise schon. Das ist schon echt. Ja. Aber da, wie gesagt, da gab es doch irgendein Wort, dass ich nicht was. Wofür ist es? Keine deutsche Übersetzung, keine Übersetzung gab, keine englische. Der Autobahn, was. Autobahn war es nicht, glaube ich. Oder was war's denn? Ich weiß jetzt gerade nicht auf Anhieb. Ich glaube, dass Deutsch für viele Leute auch eines der schwersten Sprachen ist, gerade so mit den. Es ist viel. Es ist die schwerste Sprache, wenn ich ehrlich bin. Ja. Vor allem, was das Grammatikalische betrifft und alles drum und dran. Ja. Das ist schon abartig. Also gerade. Wir haben eigentlich nur wie Deutsch, aber das ist so übertrieben kompliziert. Wenn man gerade an die drei Artikel gelts mit und alles hier, die drei Artikel, solche denkst. Im Englischen gibt es nur einen. Das heißt, deutscher Reise gibt es ja der, die das. Klar, dann hast du immer noch so Abwandlungen. Ich sag mal so, die Chinesen, die haben glaube ich 200 Wörter für Brot. Unterschiedliche. Oh, kann sein. Ja gut, die haben auch, gut. Was weiß ich, 24 verschiedene Is. Naja, genau. Die Frage ist immer, was haben die für eine Tastatur, Alter? Ja, machst du zum Beispiel bei einem Schierer Schriftzeichen, lässt du da einen Strich weg oder machst du Schrift zu viel? Dann gibt
schon. Ja, ich krieg zu viel, dann hast du wieder ein komplett anderes Wort raus. Wobei ich gerne mal wissen würde, guck mal, die Deutschen laufen ja gerne mit chinesischen Schriftzeichen rum. Laufen die Chinesen mit deutschen Schriftzeichen rum? So als Tattoo? Ja, ich bin Level 30. Perfekt. Warte mal, guck mal, dann kann ich die hier gleich mal. Ja, vor gerade sagen, jetzt kann man mir mal das Zeug so ein bisschen herstellen. Warte mal. Damit kann ich nichts anfangen. Ich baue jetzt gerade mal um. So, jetzt geht die Weltregel los, ne? Nee, erst Kapitol. Ja, erst Kapitol und dann. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier gleich mal kurz einen Aufnahmestopp. Also Aufnahme, eine neue Folge. Und dann gehen wir ins Kapitol. So, genau. Und ich baue erstmal. Warte mal, da war doch irgendwo Zeugs. Irgendwo ist hinten mit mir noch lila das Zeug angezeigt. Das ist oben. Das ist über uns. Das habe ich jetzt verpasst. Naja, scheiß drauf. So. Genau, ich muss ja meinen Charakter aufbauen jetzt. Eine Sache habe ich dir da schon mal hingeschmissen, die ich nicht brauche. Ja, warte. Mehr habe ich gar nicht aufgehoben. Den Rest habe ich, glaube ich, schon zerlegt. Boah, ich muss noch kurz Nasenspray holen. Ja, das tu das. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Luft. So. Genau, jetzt kann ich die ganze Scheiß hier. Zack. 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 Oh, so, jetzt hältst du die ganzen Dinger, die du am Anfang hattest an Waffen, diese zwei Level 1er, dass du die nicht wegwerfen kannst. Skrupellosen Wiegelied, dass du die nicht wegtun kannst. Ich habe jetzt nur noch 13 Teile im Inventar. Ich habe jetzt quasi fast einmal kurz aufgeräumt. Einfach einen Vektor mit 1,3 SPM. Das war gut. Ja, die ist schon geil. Aber so viele Shotguns, wie ich hier bin, ey. Wunderbar, so, ja, genau, der Phil ist gerade noch Nasenspray holen, das wollte ich eigentlich auch mal machen, tatsächlich. Oh, Level 28er Gegner,
Da vorne irgendwo. Ah, LMG, ich liebe es. I love it. Ich habe jetzt LMG ja nicht in meiner Stärke. Komm her, kleiner Gegner, tanz. Der König hat Laune. Also, wenn du wirklich so gern LMG spielst, dann wirst du bestimmt bei dem Baum da diesen Zerstörung. Wann kann ich den Baum auswählen? Nach dem Kapitol. Nach dem Kapitol, okay. Dann werde ich das auf jeden Fall gleich auch machen. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Aufnahmestopp. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's ins Kapitol.